nicht, was wir sagen. Wir kriegen nicht, was wir wollen. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir haben. Wir haben Regeln! Auf die neuen Nachbarn. Herzlich willkommen. Auf die neuen Nachbarn. Danke. Und die Alten? Und die Alten? Ah, hast du es schon erzählt? Ja, Prost! Ach, ja, Prost! Oh, ho! Oh. Nicht in die Augen geschaut, Barbara! Ui, ui, ui. Weißt du, was das bedeutet, hä? Naja, es ist verkatzt. Anna, warte mal ganz kurz. Und die haben den wirklich reingelassen, ja? Und der ist immer noch da. Nein, 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 bleib dran. Ich muss ihn mal kurz aufmachen. Wie lange sollen das so weitergehen? Keine Ahnung. Ja, ich meine, wollen die den adoptieren oder was? Du. Mario. Komm mal kurz. Ist sowas überhaupt legal? Weiß ich nicht. So eine Wohnung, das ist doch eine sensible Zone. Ja, ja, auf jeden Fall. Linda, das ist kein Obdachloser. Das ist ein Flüchtling. Was? Ja, ein Verfolgter. Ein gehetztes Tier. Barbara. Das ist ein Mensch, der jedes andere Land zum eigenen vorzieht. Weil er bei sich zu Hause keine Überlebenschance gibt. Ach, das wusste ich gar nicht. Wusstest du das? Ich dachte, das ist ein Tourist. Wir sind hier. Wir sind viele. Wir sind jeder für sich. Wir sind ein Volk! Wie lange wollt ihr ihn denn behalten? Sicher nicht für immer. Behalten? Was soll denn das Wort jetzt? Es ist ein Mensch und kein Gegenstand. Wie heißt er denn überhaupt? Clint. Naja, wir sind uns nicht ganz sicher. Wie er heißt? Barbara versteht immer Bobo, ich glaube, er heißt Clint. Aber weißt du, das ist jetzt nicht irgendwie rassistisch gemeint, aber wenn ich weiß, dass da bei euch ein Fremder ist in der Wohnung, dann fühle ich mich unwohl. Ich habe das Gefühl, seit er da ist, haben Barbara und ich, also ich glaube, dass sie sich da ein bisschen reinsteigert. Sie verbringt ja unheimlich viel Zeit mit ihm. Sie redet nur noch von ihm, was er macht, was er sagt, wie er sich entwickelt, wie er aussieht, wie er... Sie hat mir erzählt, dass sie ihn beobachtet, wenn er nackt ist. Bitte? Ja, gleich am Anfang. Wieso, hast du nichts gesagt? Nein, die wird bestimmt zurückkommen. Das glaube ich nicht. Ja, in seine Wohnung kann er jetzt eh nicht mehr zurück. Das könnte ich auch nicht. Du, das ist jetzt ein Tatort. Wahnsinn! Eben noch eine Wohnung und jetzt? Habt ihr die Schwester angerufen? Ja, sie will so schnell wie möglich herkommen. Es wird bald alles vorbei sein. Wie konnte ich nur so blöd sein, einen Ausländer bei uns aufzunehmen?